Nächster Redner ist der Kollege Felstehausen für die Fraktion DIE LINKE, der sich seine Redezeit mit Frau Kollegin Scheuch-Paschkewitz aufgeteilt hat. Sie haben, also jedenfalls nach den derzeitigen Berechnungen, die Hochrechnungen kommen ja alle noch, dann 8 Minuten, und Frau Scheuch-Paschkewitz hätte dann 3 Minuten. Herr Kollege Felstehausen, Sie haben das Wort, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin Hinz, vielleicht mal ganz kurz auf das, was Herr Krumpholz gesagt hat. Da waren einige Sachen dabei, die Sie wirklich zum Nachdenken bringen müssten. Und die möchte ich an der Stelle noch einmal vertiefen. Er hat den Verbraucherschutz angesprochen, und er hat darauf hingewiesen, dass es zwar einen Stellenaufbau gab oder geben soll. Krumpholz, was habe ich gesagt? Habe ich mich versprochen? Nein, ist der Kollege Grumbach gewesen. Genau. Aber Sie wissen, wen ich meine. Ich habe mich versprochen. Genau. Da passt es dann auch. Angesprochen war der Verbraucherschutz. Und ja, in diesem Bereich soll es einen Zuwachs geben im Ministerium, was die Stellen angeht. Aber was dabei verschwiegen wird, ist, a, das ist gesagt worden, dass es keinen Zuwachs gibt vor Ort, da wo wirklich kontrolliert wird. Und was noch viel gravierender ist, in Ihren Verantwortungsbereich fällt die Absenkung der Standards im letzten Jahr der Kontrollen. Und das ist der eigentliche Skandal dabei. Also die Menge der Kontrollen, die vor Ort stattfinden, wird reduziert, die Regeldichte wird abgenommen. Und ja, so kann ich dann am Ende auch zu meinem Ergebnis kommen, dass jetzt genug da war. Aber im Endeffekt leiden darunter die Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber jetzt zu dem Thema, was uns ja hier in diesem Einzelplan 9 beschäftigt. Da geht es um Umweltschutz, da geht es um Klimaschutz. Und wir müssen ja konstatieren, dass es weltweit bisher nicht gelungen ist, den Klimawandel tatsächlich auch nur abzubremsen. Und deshalb, das ist völlig richtig, müssen wir jetzt in unserer Infrastruktur etwas machen. Wir müssen diese Infrastruktur an den Klimawandel anpassen. Und was das bedeutet, welche Auswirkungen das hat, das ist uns in den letzten Sommern immer klarer geworden. Asphaltblasen auf den Autobahnen, Bahngleise, die sich verziehen, Innenstädte, in denen man im Sommer kaum noch sich aufhalten kann, weil es so unerträglich heiß ist. Der Wald ist bereits angesprochen. So erleben wir den Klimawandel. Die Punkte sind da völlig unbestritten. Wenn wir dem aber etwas entgegensetzen wollen, dann müssen wir das tun, lokal, auf Landes- und auf Bundesebene, aber auch global, weil sonst wird es teuer, und deshalb müssen wir heute in unsere Zukunft investieren. Denn wenn es uns nicht gelingt, den Klimawandel zu begrenzen, dann wird es unbezahlbar, und es kostet Leben im globalen Süden genauso wie hier. Und deshalb müssen wir anfangen, in allen Sektoren den Umbau zu gestalten, nicht nur in Trippelschritten. Wir müssen grundlegende Änderungen herbeiführen, und wir werden dabei in Kauf nehmen müssen, dass es uns alle betrifft, in allen Lebensbereichen. Und daher sagen wir: System Change, not Climate Change. Meine Damen und Herren, die Aufgabe der Umweltministerin wäre es jetzt, diesen notwendigen Umbau einzuleiten. Und ich mache es mal an 3 Punkten beispielhaft, was dort erforderlich wäre. Im Bereich der Wasserver- und Entsorgung, das ist eine grundsätzliche und grundlegende öffentliche Aufgabe. In diesem Bereich investiert die Hessische Landesregierung entscheidend zu wenig in den letzten Jahren. Die meisten Klärwerke verbrauchen viel zu viel Energie, verfügen nicht über eine 4. Reinigungsstufe und verteilen multiresistente Keime in unseren Flüssen und leisten vor allen Dingen auch keinen Beitrag zur Rohstoffrückgewinnung. Aber anstelle die Kommunen flächendeckend bei der Modernisierung zu unterstützen, fördert die Hessische Landesregierung nur ausgewählte einzelne Projekte. Ja, richtig, die Klärwerke, dafür sind die Kommunen zuständig, könnten Sie jetzt entgegnen, Frau Ministerin Hinz. Aber bei dem kommunalen Budget, das derzeit vorhanden ist, werden wir das wahrscheinlich, wie wir hier gemeinsam in dem Raum sitzen, nicht mehr erleben, dass die Modernisierung der Klärwerke tatsächlich auch umgesetzt wird. Für den Gewässerschutz, den Gesundheitsschutz und unser Trinkwasser ist aber diese Aufgabe von existenzieller Bedeutung. Und daher fordern wir ein Landesprogramm zur Modernisierung der Klärwerke und zum Aufbau von Brauchwassernetzen. Meine,
Meine Damen und Herren, ein Charakteristikum der Umweltpolitik der schwarz-grünen Landesregierung ist die Umwidmung von gesetzlich festgelegten Aufgaben in freiwillige Mitmachprojekte. 100 Kommunen für den Klimaschutz heißt das eine, Blühstreifen, gefolgt von Mitmachprojekten Unser Wald und nicht zu vergessen der Klassiker 100 wilde Becher. Es ist ja schön, meine Damen und Herren, wenn die Umweltministerin die Menschen und die Kommunen für die anstehenden Aufgaben tatsächlich begeistern will. Die Wasserrahmenrichtlinie ist aber kein Wunschkonzert, sondern Gesetz. Und wie es in der Urteilsbegründung zur letzten Klage des BUND gegen den Weiterbau der A49, wie wir es dort nachlesen können, sind die Wasserrahmenrichtlinien und die dort formulierten Pflichten nicht nur, Zitat, bloße Ziele der Bewirtschaftungsplanung, sondern haben verbindlichen Charakter. Meine Damen und Herren, verbindlichen Charakter, das ist eben mehr als Mitmachprogramme und freiwillige Aktionen. Die generös erscheinende Auswahl von 100 Bächen zur Renaturierung verschleiert, dass sich in Hessen über 300 Bäche in einem mittelmäßigen, beschlechten ökologischen Zustand befinden. Nach 20 Jahren Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie haben nur 15% der Gewässer in Hessen einen guten oder sehr guten ökologischen Zustand. 2015 hätte dieser Zustand für alle Gewässer zutreffen sollen. Und das, meine Damen und Herren, für eine Regierung nach 8 Jahren unter grüner Beteiligung ist ein Armutszeugnis. Mein zweites Beispiel, Bodenschutz. Die Koalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag im besonderen Maße für den Bodenschutz verpflichtet. Aber wenn man sich mal genau anguckt, was das Ergebnis bisher ist, das hessische Nachhaltigkeitsziel bis 2020 nicht mehr als 2,5 Hektar pro Tag zu versiegeln, wurde erstens krachend verfehlt und zweitens ist es auch gar nicht nachhaltig. Anstelle, dass die hessische Landesregierung gute Ackerböden besonders schützt, verkauft sie diese Flächen an ihre Landgesellschaft für Gewerbegebiete und Logistikflächen. Wie in Neu-Eichendorf, das konnten wir das erleben. Eichenberg, richtig. Hier steht Eichendorf, aber ist natürlich völlig richtig. Eichenberg heißt es. Denn in Zeichen von Artensterben, Klimawandel und drohendem Wassernotstand können wir uns das nicht mehr leisten. Die Antwort muss zukünftig heißen, Acker bleibt. Gute Ackerböden in Hessen müssen besser geschützt werden. Im Zeitraum von 1992 bis 2015 sind die Landwirtschaftsflächen in Hessen um 40.700 Hektar geschrumpft. 40.700 Hektar weniger landwirtschaftliche Fläche. Und weder ein Ökoaktionsplan noch die Ökomodellregion der Landesregierung haben in den letzten Jahren auch nur einen einzigen Hektar dieses Ackerbodens vor der Versiegelung beschützt. In einem ersten Schritt, meine Damen und Herren, muss die hessische Landregierung aufhören, gute Ackerböden aus Landbesitz für Gewerbeflächen und Logistikzentren zu verkaufen oder für Autobahnen zu versiegeln. Was im letzten Jahrhundert noch eine gute Serviceleistung für die Kommunen gewesen sein mag, muss in Zeiten des Klimawandels sofort gestoppt werden. Meine Damen und Herren, zu dem dritten und zu meinem letzten Beispiel. Wir wollen ja nicht, das müssen Sie schnell bringen, denn die 8 Minuten sind um. Gut, aber wir haben ja noch ein bisschen auf der Uhr stehen. Wir wollen nicht nur kritisieren. Zustimmung, meine Damen und Herren, findet der Umbau bei Hessenforst. Das Primat der schnellen Holzerträge in Zeiten des Klimawandels ist nicht mehr haltbar. Es war es noch nie. Und hier finden wir die Maßnahmen richtig. Hier muss jetzt noch etwas draufgelegt werden, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Försterinnen und Förster angemessen bezahlt werden und auch Fahrzeuge und Werkzeuge von Hessenforst zukünftig übernommen werden. Meine Damen und Herren, damit komme ich zum Ende. Was jetzt notwendig wäre, wären die Aufgaben des Klimawandels zu bündeln. Wir brauchen ein Ministerium mit Richtlinienkompetenz zur Bekämpfung des Klimawandels. Alle Sektoren, Verkehr, Wohnen, die Transformation der Energie, eine nachhaltige Landwirtschaft, Energiewirtschaft müssen zusammen gedacht werden und deren Klimaanpassungsmaßnahmen müssen koordiniert werden.
Es kann doch nicht sein, dass die Umweltministerin den Tag des Waldes feiert, während der Ministerkollege der gleichen Partei diesen Wald in diesem Moment für Autobahnen roden lässt. Meine Damen und Herren, das ist ein Unding. Hier muss es eine gemeinsame Politik geben und nicht der eine so und der andere so. Aber dafür fehlt Ihnen der politische Durchsetzungswille und das Durchsetzungsvermögen und leider auch der Mut. Daher bleibt es bei diesem Haushalt, bei Leuchttürmen, Pilotprojekten und Blühstreifen. Aber das reicht nicht mehr. Somit halten wir den Klimawandel nicht auf. Und deshalb werden wir diesen Einzelplan ablehnen müssen. Vielen Dank. Gestatten Sie noch eine Abschlussfrage des Kollegen? Nein? Wunderbar. Danke schön. Herzlichen Dank, Herr Kollege Felstehausen. Dann rufe ich auf die nächste Rednerin, und das ist die Kollegin Scheuch-Paschkewitz. Jedenfalls nach der ursprünglichen Planung waren es mal 3 Minuten, aber es verändert sich ja jetzt alles ein bisschen, aber bitte. Danke. Die Letzte beißt die Hunde. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, Frau Ministerin Hinz, dieser Haushalt hat große Defizite im Bereich der Förderung und des Voranbringens des Tierschutzes. Tierschutz ist als Staatsziel im Grundgesetz verankert. Das bedeutet auch, dass der Staat den Tierschutz durch eine zielgerechte Förderpolitik durchsetzen muss. Zum Beispiel diese unsägliche Tierqual muss beendet werden, die in der industriellen Tierhaltung und Tierzucht so schnell wie möglich der Vergangenheit muss sie angehören. Hierfür bedarf es finanzieller Anreize und Instrumente. Hierbei muss auf nichts mehr gewartet werden. Der Umbau zu tiergerechteren bis tiergerechten Haltungsbedingungen kann bereits heute finanziert werden. Immerhin erhält die deutsche Landwirtschaft jedes Jahr mehr als 6 Milliarden Euro an Subventionen. Diese werden immer noch nach der Größe der Betriebsflächen ausgezahlt. Wir wollen, dass das Geld in tiergerechte Haltung und nachhaltigen Ackerbau fließt, ohne faule Kompromisse. Auch die Tierheime müssen endlich durch das Land kostendeckend finanziert werden. Der Tierschutz ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Durch die fortgesetzten Kostensteigerungen in allen Versorgungsbereichen, bei den tiermedizinischen Leistungen sowie bei Investitionen für Tiere mit aufwendigen Haltungsanforderungen stellen die Tierheime und Tierschutzvereine vor Ort zunehmend vor existenzielle Probleme. Es wird Zeit, dass das Land seiner Verantwortung hier gerecht wird. Ein drittes Beispiel. Wir brauchen eine Weidetierprämie von 30 Euro pro Tier und die volle Übernahme der Anpassung der Zäune, damit die Schafe wirkungsvoller vor dem Wolf geschützt werden können, ohne dass die Schäferinnen und Schäfer an die Grenzen ihrer Existenz gelangen. Besonders im Landkreis Marburg-Biedenkopf, dem schafreichsten Landkreis Hessens. Tierschutz ist wichtig, und ja, er kostet Geld. Aber die Tiere und ihre Halterinnen und Halter haben einen Anspruch darauf. Liebe Grüne, setzt endlich mehr nachhaltige, tierschutzpolitische, ökologische Inhalte in der Regierungskoalition durch, nach eurem Motto Grün wirkt. Die Tiere und die Menschen hier im Land hätten es mehr als verdient. Vielen Dank, Frau Kollegin Scheuch-Paschkewitz. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Hinz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da ich eh keine Zeit mehr habe, kann ich auch nichts einsparen. Ich versuche, auf ein paar wenige Punkte einzugehen und natürlich auf einige Punkte deutlich zu machen, die mein Ressorthaushalt angehen und natürlich damit auch die Politik der nächsten, zumindest der nächsten 12 Monate bestimmen. Und klar ist, dass Corona, die Pandemie, eine große Herausforderung im Moment für uns alle darstellt. Aber
Gleichzeitig schreitet der Klimawandel voran. Die Artenvielfalt nimmt ab. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Klimakrise im Auge behalten und ihr auch während dieser Zeit entgegenwirken und vor allen Dingen hinterher auch gutes Handwerkszeug haben, den Klimaschutz voranzutreiben. Dass es die Klimakrise gibt, entgegen mancher Äußerungen hier, das sehen wir seit 3 Jahren spätestens im Wald, auch im hessischen Wald. Die Fichten sterben ab in großem Maßstab. Sie trocknen, sie vertrocknen, sie werden befallen von Borkenkäfern, und selbst die landestypische Baumart, die Buche, ist in einem schlechten Zustand. Das heißt, unser Wald ist Opfer des Klimawandels. Gleichzeitig ist der Wald aber auch Klimaretter, weil er große Mengen an Kohlenstoff speichern kann. Er sorgt auch für gutes Wasser und ist Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch die Biodiversität beim Wald im Auge haben. Deswegen unternehmen wir mit dem neuen Haushalt weiter besonders große Anstrengungen, den Wald umzubauen, fit für die Zukunft zu machen. Und im Anschluss an den 12-Punkte-Plan, den wir bereits umgesetzt haben, haben wir jetzt ein neues Maßnahmenprogramm aufgelegt für den Schutz des Waldes und für Neuanpflanzung und Naturverjüngung des Waldes. Mit dem Forstamt Burgwald haben wir außerdem einen Modellbetrieb für Klimaschutz eingerichtet. Dort erproben wir in der Praxis, welche Maßnahmen die positiven Effekte für Klimaschutz haben. Wir untersuchen z. B. die Kohlenstoffspeicherung in Waldböden in diesem Bereich und den privaten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern, auch den kommunalen, werden wir neue Klimarisikokarten zur Verfügung stellen, damit sie die Neuanpflanzung für klimaresiliente Mischwälder gut meistern können. Das ist eine Serviceleistung des Landes für private und kommunale Waldbesitzer. Das Modellforstamt Biodiversität in Hofbiber soll uns Hinweise geben für mehr Biodiversität im Wald. Auch hier wieder der Link zum Naturschutz. Und na klar, die Beseitigung der bisherigen Waldschäden und auch der Neuaufbau kosten eine Menge Geld. Wir investieren hier bis 2023 über 250 Millionen Euro. Ich glaube, dass es auch das deutlich macht, wie wichtig uns der Wald ist. Er dient der Erholung, er ist Rohstoffressource, er dient dem Klimaschutz und natürlich auch dem Naturschutz. Deswegen ist er uns auch so wichtig. Weil die Försterinnen und Förster viel mehr Arbeit haben inzwischen durch diese Waldschäden und den Waldumbau, haben wir uns auch entschieden, und da bin ich wirklich ganz besonders stolz drauf, dass wir diese Kraft hatten, 220 Stellen mehr zur Verfügung zu stellen für Försterinnen und Förster im Landesbetrieb Hessen-Forst. Die wären sonst weggefallen. Ich glaube, das zeigt noch einmal ganz deutlich, dass wir einerseits den Waldumbau für wichtig nehmen, aber auch sehen, welche Arbeit die Försterinnen und Förster leisten. Und weil wir im Wettbewerb mit anderen Ländern stehen, ist es auch wichtig, dass wir gute Arbeitsbedingungen hier bieten können. Meine Damen und Herren, auch die weiteren Anstrengungen für den Klimaschutz werden wir verstärken. Wir haben aus dem Corona-Sondervermögen jetzt zur Verfügung gestellt für die Klimakommunen eine zusätzliche Finanzierung, 100% nach der Klimarichtlinie. Das ist wichtig, weil die Kommunen
wenig Einnahmen im Moment haben, Steuereinbrüche ohne Ende, und natürlich sparen Sie als Erstes bei Maßnahmen, wo Sie denken, das hat noch Zeit. Aber die Klimakrise wartet nicht, und deswegen ist es ein Konjunkturprogramm. Und ich verstehe nicht, warum die FDP das überhaupt nicht akzeptieren will, dass Klimaschutz und Ausgaben für Klimaschutz, solche Innovationen, etwas mit Konjunktur zu tun haben und damit, dass wir besser aus der Krise rauskommen wollen, als wir reingegangen sind und wo wir jetzt drinstecken. Also eigentlich müsste das in Ihrem Sinne sein, dass wir die Wirtschaft auch hier stärken, meine Damen und Herren. Und natürlich hat die Klimakrise spürbare Auswirkungen auf die Artenvielfalt, die Biodiversität. Wir werden deshalb nicht nur einen Biotopverbund erstellen und dafür auch Auen renaturieren. Wir wollen ja Wanderkorridore schaffen, sondern wir werden auch Artenhilfsprogramme auflegen. Wir werden ganz neue Biotope schaffen. Wir haben ein Programm zur Renaturierung von 60 Niedermooren aufgelegt. Das ist wichtig für den Klimaschutz, es ist aber auch wichtig für die Biodiversität, weil dort ganz andere Arten angesiedelt sind als z.B. auf Grünflächen oder sonstigen Magerriesen. Und weil wir vorhin über das, oder weil Sie über das Wasser diskutiert haben, das fand ich ja höchst vergnüglich, dass Sie gemeint haben, wir würden zum Thema Wasser nichts machen und haben ja aufgelistet, was alles notwendig wäre. Die vierte Reinigungsstufe wird in Hessen finanziert. Und das ist ein Ausweis, ein weiterer Ausweis guter Kooperation mit den Kommunen. Sie werden da finanziert, wo die Belastung am höchsten ist. Und das ist auch richtig, dass man prioritär vorgeht. Ich weiß gar nicht, was Sie sich sonst vorstellen, wie man sonst Politik machen soll. Und wir haben das mit den Kommunen eingehend erörtert. Genau wie das Thema 100 wilde Bäche. Natürlich ist die Umsetzung der Renaturierung eine Aufgabe, die die Kommunen als Gebietskörperschaften zu leisten haben nach Gesetz. Das haben die Kommunen zu leisten. Wir fördern dieses aber bislang schon in hohem Maße. Und bei den 100 wilden Bächen leisten wir die Overhead-Kosten zu 100%, damit wir schneller vorankommen in diesem Bereich. Und natürlich fördern wir kommunale Wasserkonzepte und erstellen einen Fachplan zurzeit für die Grundwasserbewirtschaftung in Hessen. Das ist doch völlig klar, dass das erfolgt. Ich weiß gar nicht, ob Sie das nicht wahrnehmen oder so eine verzerrte Wirklichkeitswahrnehmung haben, dass Sie nicht einmal mehr Presseerklärungen lesen oder es vielleicht auch gar nicht sehen wollen, was wir im Bereich der Wasserpolitik und der Umweltpolitik in Hessen alles leisten. Meine Damen und Herren, ganz wichtig ist, dass wir den ländlichen Raum im Bereich der Wertschöpfung unterstützen. Das gilt einmal durch den Ökoaktionsplan. Hier unterstützen wir nämlich nicht nur den Bereich ökologische Landwirtschaft und deren Vermarktung, sondern insgesamt die nachhaltigen Bauernhöfe, die auch regionale Lebensmittel vermarkten wollen. Das bringt und hält Arbeitsplätze in den ländlichen Regionen. Und ich bin sehr stolz, dass wir inzwischen Ökomodellland sind. Ökomodellland Hessen in der Bundesrepublik. Das hat kein anderes Land vor uns geschafft. Die Landtourismusstrategie und natürlich auch das Sonderprogramm für die Gastronomie und die Hotellerie in Hessen sind weitere Punkte, wo wir nicht nur die Arbeitsplätze im ländlichen Raum sichern wollen, sondern wo wir auch die ländlichen Räume attraktiv lassen oder stärken wollen, fördern wollen. Wir möchten, dass weiterhin viele Menschen gerne im ländlichen Raum leben, dass sie dort auch ihre Freizeit verbringen und dass sie dort auch hinreisen, um dort Geld auszugeben. Und auch das
bringt Wertschöpfung in den ländlichen Raum. Das sind alles Dinge, die wir tun und die wir im nächsten Haushalt verankert haben, sowohl in meinem Ressort, aber weil der ländliche Raum weit über mein Ressort hinausgeht, wie der Klimaschutzbereich, auch in allen anderen Ressorts, in allen anderen Ressorts der Hessischen Landesregierung. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, Frau Staatsministerin, dass Sie jetzt bei rund 11 Minuten sind. Ich mache jetzt auch Schluss, weil ich glaube, ich habe die wesentlichen Punkte benannt. Die Veterinärfrage werden wir sicher noch einmal erörtern, auch im kommenden Jahr. Aber ein Punkt ist mir ganz wichtig, hier noch deutlich zu machen. Wir haben es geschafft, dass wir nicht nur einen Fachmenschen im Hessischen Landeslabor einstellen konnten, der Ahnung hat von ganz Genomsequenzierung, sondern wir haben auch die Mittel bereitgestellt, um hier diese Proben selber nehmen zu können, auswerten zu können und dann auch bundesweit so eine Nahtstelle zu sein für die anderen Länder, wenn solche Stämme bei uns auftauchen in den Lebensmitteln. Hier sind wir inzwischen ganz vorne dabei. Und ich glaube, auch das wäre es wert, dass eine Opposition einmal sagt, da haben Sie aus einem Problem gelernt, da haben Sie etwas Positives gemacht. Und dieses hier auch einmal unterstützen, stünde Ihnen jedenfalls auch einmal gut zu Gesicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. Wir sind damit am Ende der Aussprache zum Einzelplan 09.